Hallo und herzlich willkommen bei Mickys und Mallorys Filmuniversum. Advent, Advent, zwei Lichtlein haben schon gebrannt. Nee, drei. Doch drei? Verdammt. Drei Lichtlein. Ich bin nicht aktuell Gestern war anscheinend. der dritte Advent. Stimmt. Gestern war der dritte. Genau genommen vorgestern, denn wir sind ja Türchen Nummer 16 und das ist ein Dienstag. Und Wir nehmen das genau. natürlich auch am 16. auf. Wir nehmen das natürlich am 16. auf und stellen das bestenfalls nachts schon rein. Also um eins, ne? Also wir springen in die Zeit zurück, damit ihr das dann auch ganz eilig seht. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Es gibt einen Film-Community-Adventskalender und da sind wir Türchen Nummer 16. Ganz hervorgerufen wurde das Ganze von Movies and Serious Critics. Ein Gruß an dich. Hoffentlich hattest du auch einen guten dritten Advent. Ne? Wir hatten, also ich hatte ein bisschen freien dritten Advent, das war schon mal was. Ich mal wieder Du nicht. nicht, aber du dafür hattest du den zweiten Advent frei. Ja. Und da waren wir auf der Filmbörse, ja. Aber am dritten hätten Und wir in Nürnberg auf die Filmbörse gehen können. am ersten Advent weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Da musste ich Dann auf waren jeden wir Fall auch. arbeiten. Also, bisher nicht so viel Erholung, außer gestern so ein bisschen für mich. Nichtsdestotrotz geht es darum, ein paar Fragen zu beantworten. Fragen zu Weihnachten, die ja, wir jetzt beantworten. Hust, hust. Und weil ich nachher noch arbeiten muss, müssen wir das also ein bisschen rucki-di-zucki machen. Also vielleicht nicht 2 Stunden, sondern nur 1 Stunde. Aber ist ja nicht schlimm. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Dein Lieblingsweihnachtsfilm. Und wir haben uns natürlich überhaupt nicht vorbereitet, deswegen machen wir das alles komplett spontan und können auch nichts reinhalten, weil wir es nicht vorbereitet haben. Fang du an. Du bist spontaner als ich. Ich kann mir überlegen. Lieblingsweihnachtsfilm. Also ich glaube, für mich ist das eindeutig einfach nur so, weil ich den eigentlich immer jedes Jahr das Bedürfnis habe, es mir wenigstens anzugucken. Ich habe es nicht immer geschafft, aber ich habe immer das Bedürfnis und deswegen muss ich da leider, so peinlich es ist, Kevin allein zu Hause nehmen. Da mir gerade kein anderer einfällt und der gerade hier so im Regal steht. Den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gehört er ja nächstes Jahr zu meinem Lieblingsweihnachtsfilm, The Obwohl es Shaper. eigentlich auch ein Halloween-Film ist, also verrückt. Es gibt ja viele Filme wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist ja auch so ein Weihnachtsfilm für viele, obwohl der gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Ne? Auch ein Film, den wir uns wirklich jedes Jahr angucken, glaube ich. Also meine Mutter will ihn jedes Jahr sehen. Und da ich meistens immer mit meiner Mutter zusammen feiere, Mit deinem Vater. Überraschung, Überraschung, wird er auch meistens dann angeguckt. Und mittlerweile habe ich ihr den auch auf DVD geschenkt. Das heißt, wir können ihn auch immer angucken, wenn wir das wollen. Nee, aber ich würde jetzt spontan wirklich Was mit sagen, Papa? Kevin allein zu Hause ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ich finde ihn toll. Ich gucke den wirklich fast jedes Jahr. Und Papa ist dazu gezwungen, den Aber zu du gucken. feierst ja Also, auch mit Papa, du ja, feierst ja nicht mit natürlich, deiner aber Mutti. Papa will den Film nicht unbedingt sehen. Wenn es nach ihm geht, müsste der nicht jedes Jahr Weihnachten laufen. Also Drei Haselnüsse und Kevin da wahrscheinlich genauso. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich gucke gerade so, ich gucke an den Kamera vorbei, weil da ist meine Weihnachtsecke. Ich habe gar nicht jetzt so viel Weihnachtsfilme. Wir haben auch noch gar nicht so viele geguckt. Und wir haben auch dieses Jahr überhaupt nicht viel geguckt. Ich glaube, dazu kommt auch noch eine kleine Frage nachher. Ja, ich mag auch, also ich mag generell so diese Ami-Weihnachtsfilme. Ist doof. Außer drei Haselnüsse. Ist ja keine Ami-Verfilmung. Ja. Die mag ich auch, aber den habe ich mir als Kind so oft angucken müssen, dass ich da nicht immer so viel Spaß habe. Aber irgendwie ist er trotzdem ganz cool. So, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Welchen Film fandest du so richtig schlecht? Jetzt allgemein oder auf Weihnachten Auf bezogen? Weihnachten, denke ich mal. Also beziehen wir es mal auf Weihnachten. Allgemein ist jetzt eher nur noch richtig schlecht. Richtig schlecht. Da ich die schlechten Filme meistens auslasse. Nein. Wahrscheinlich war es irgendwas mit den Olsen-Twins, weil die machen ja gerne, haben ja früher gerne so Filme zu so Halloween Town, glaube ich, heißt der eine. 1 bis 3 oder so, oder wahrscheinlich irgendwas von Olsen finden, ich habe keine Ahnung. Irgend so ein möchte gern, also mir fällt jetzt gerade keiner ein, also kein Name, So aber ein ich habe garantiert mal einen schlechten gesehen. Fernseh-Weihnachtsfilm. Weil ich die meistens gar nicht so schlecht finde. Aber wenn ich in Weihnachtsstimmung bin, dann nehme ich auch die schlechten Sachen hin, die ein Film hat. Nein, ich weiß gar nicht, da gab es garantiert irgendwelche Klamauk-Filme über Weihnachten, die mir jetzt gerade nicht einfallen wollen, geschweige noch irgendein Schauspieler. Also da ist jetzt keiner auf unserer Liste, der da irgendwie so
den... Okay, als Kind fand ich es gut, aber inzwischen kann man wirklich sagen, er ist schlecht. Weihnachten mit Willy Wuff. So eine deutsche, mit so einem sprechenden Hund, so ein Toddelfiech. Weihnachten mit Willy Wuff. Ich weiß gar nicht, ob es den auf DVD gibt. Die schlechten aber gucken wir irgendwie auch gar nicht. Das als Kind war es toll. Inzwischen kann man auch feststellen, meine Fresse, war der schlecht. Oh, der nächste auch hier nochmal. Welchen Weihnachtsfilm war so schlecht, dass er wieder gut war? Geil war, steht er. Oder geil war. Geil oder gut ist aber, ja, ist das Gleiche. Da uns ja schon wieder überhaupt schwer fällt. Schlecht, dass er schon wieder gut war. Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Das ist ja so ein bekloppter Quatsch, das schon wieder geil ist. Das ist ja hier eigentlich die schrillen 4 auf Achse Teil 100 oder so. Ja, da habe ich jetzt gar keine Meinung zu. Oder hier dieses Steve Martin-Ding, das spielt da so ein Typen, der bei der Seelsorge-Telefon, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und das spielt auch zu Weihnachten und da passiert auch so viel Quatsch in dieser Firma. Der war schon wieder so schlecht, dass er wieder gut war. Aber er war eigentlich gut. Aber halt auch schlecht. Ja, dieser Film mit Tim Allen, wie heißt der denn nochmal? Santa Claus? Nee. Mit Jamie Lee Curtis und Dan Aykroyd? Genau. Der ist ja auch nicht wirklich gut besprochen, aber ich finde den schon wieder so bescheuert, dass er wieder gut ist. Der steht irgendwo da hinten. Ich bin aber den auch, aber ich komme gerade nicht. Wie hieß der denn? Verrückte Weihnachten, glaube ich, heißt der. Ich gehe mal kurz gucken. Nein, wir wollen es doch kurz fassen. Ja, das ist neben Santa Claus, ich sehe den doch. Verrückte Weihnachten. Genau. Der wird ja eigentlich auch nie wirklich gut besprochen, aber der ist auch irgendwie bescheuert, aber irgendwie auch schon wieder geil, finde ich jetzt. Aber ich bin ein Tim Allen. Ich habe nicht keiner Tim Allen Fan. Ich mag den eigentlich ganz gerne sehen. Das glaube ich nicht, Tim. Welches Gebäck liebst du in der Weihnachtszeit? Mickey. Vollmilchlebkuchen. Und Apfelkuchen. Lebkuchen sind schon sehr, sehr geil. Und Apfelkuchen deiner Mutter. Genau. Ich muss gestehen, ich freue mich am meisten zu Weihnachten, wenn es diese Kinderschokoladen-Weihnachtsmänner gibt. Das ist kein Gebäck, ich weiß, das ist Schokolade. Und das ist aber schlecht. Aber darauf freue ich mich immer. Ich meine, klar kann man ja auch sonst kaufen, in Form von Überraschungseiern, aber da hat man ja auch immer noch ein Spielzeug mit bei. Und das ist wenig Schokolade. Natürlich. Und es ist wenig Schokolade, deswegen freue ich mich da immer am meisten. Aber das Problem ist, ich habe jetzt in letzter Zeit doch sehr oft Kinderschokolade gegessen, dass das jetzt nicht mehr so... Deswegen steht er noch in der Küche rum. Ja, gut, den habe ich jetzt auch vergessen, dass der noch rumsteht da. Ne? Aber ich muss da jetzt mal auch gerade wirklich noch ein bisschen sagen Pause machen. Sagen wir mal so, heute Nacht wird er da nicht mehr stehen. Ansonsten, jegliche Form von Plätzchen, Mürbeteigplätzchen oder ganz einfache Plätzchen, die es gibt, mit Zuckerguss drauf und Streusel, die mag ich gerne. Von Mutti am liebsten. Es sei denn, Mutti hat einen schlechten Tag und sie sind halt schwarz. Dunkelbraun. Hat sie auch schon mal einen Weihnachten hingekriegt. Da waren sie dann sehr dunkelbraun und kross. Und da hörte man dann aus der Küche nur einen. Aber wir haben sie alle gegessen. Also wir saßen an dem Tisch und Mutti meinte schon, okay, tut mir leid, aber wir haben die Augen zugemacht quasi. Aber ihr könnt ja dippen. Ja, hat mein Vater auch teilweise gemacht. Ich stehe ja nicht so auf Milch. Also, nein, kannst du auch einen Tee ditchen. Oder Tee, ja gut, das mag ich aber irgendwie nicht, so aufgeweichten Keks. Ja, aber wenn der knochenhart ist sonst? Nee, knochenhart, er war halt sehr aromatisch. Er war nicht knochenhart, man konnte ihn schon noch kauen, aber er war sehr aromatisch. War drücken wir es mal so aus. Also, Mutti hat nicht immer ein Händchen, Kuchen kann sie gut machen, aber nicht immer ein Händchen für Plätzchen. Manchmal sind sie ein wenig zu lange drin. Der beste Apfelkuchen der Welt. Ja, aber manchmal waren die Plätzchen schon echt ein bisschen zu lange drin. Manche Weihnachten waren auch richtig geil. Dann müssen wir halt mal Plätzchen backen. Ja, können wir mitnehmen. Haben wir am 23. frei. Stimmt. Stimmt. Können wir Plätzchen backen. So, reicht weiter. Auch, fünftens sind wir, ne? Fünften, ja, viertens hatten wir. Punsch. Ja, Punsch. Punsch oder Glühwein, Lebkuchen oder Spekulatius? Punsch und Glühwein, aber eher Lebkuchen als Spekulatius. Ja, ich bin auch lieber Lebkuchen. Ich mag aber auch Spekulatius und als jemand, der keinen Alkohol trinkt, also so gar nicht, weder Punsch noch Glühwein. Na, Kinderpunsch gibt's ja. Ist ja auch lecker. Nee, gibt's auch bei uns auf Arbeit, immer am Adventswochenende gibt's jetzt Kinderpunsch. Ich greife lieber zu einer Tasse. Ich habe zwar noch nicht zugegriffen, aber... Oder auch eine heiße Schokolade, aber das mache ich eher selten, aber das wäre auch noch geil. Aber also, nee, nichts Alkohol. Weiße heiße Schokolade ist auch geil. Ja. Weiter. Sechstens. Weihnachtsgebäck kaufen oder doch selber backen? Ich wollte gerade Kacken sagen. Oh. Naja, okay. Aufgrund von Zeitmangel eher kaufen. Ja, also wir sind da nicht so die Bäcker, ne? Also du machst auch gerne Kuchen,
Aber backen haben wir noch gar nicht. Wann denn? Wann denn, ja. Entweder bin ich an dem einen Ort, dann komme ich nach Hause und gehe zur Arbeit. Und bist dann an einem anderen Ort, genau. Nee, also wir kaufen da eher. Also aufgrund von Zeit. Schande über unser Haupt, aber... Ich würde backen, wenn ich mehr Zeit hätte. Genau. Und oder wenn wir auch eine größere Küche hätten. Also ich könnte Küche heute auch backen, nicht, aber ich habe keine Zutaten. Noch ein Rezept. Und ich habe auch keinen Bock, einkaufen zu gehen. Ja, ja, das ist das Problem. Gibt es ja Internet. Ja gut, das ist wahr. Nee, aber wir kaufen eher. Aber wir hatten jetzt auch noch nicht so viele gemeinsame Weihnachtstage. Und was wir auf gar keinen Fall machen, ist, dass wir die kacken. Ja, die kacken. Schon gar nicht selber. Siebtens, weiter. Weihnachten gemütlich vor der Glotze oder doch bei den Verwandten? Ich würde sagen beides. Also lieber vor der Glotze, da du mich zwingst, bei den Verwandten. Ey, was heißt denn zwingen? Jetzt sag nicht, na, du sagst gerne nicht, bei meinen Eltern. Du sagst ja nicht, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, möchtest du mitkommen? Na, ich würde dich nicht hier lassen. Na, also. Du kommst mit, das Weihnachten ist Familie. Also. Aber wir sitzen ja auch gemütlich. Ja, okay, wir sitzen. Also, bei uns läuft es, also bei meiner Familie, das heißt nicht bei Miki auch, ne? Bei meiner Familie lief es immer so, man hat sich natürlich immer getroffen. Also, es gibt kein Weihnachten ohne meine Eltern. Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Wir waren ein, zwei Mal nicht zu Heiligabend zusammen. Zweimal, genau genommen. Da haben wir uns erst am 1. getroffen. Aber sonst immer mit der Familie. Und meistens ist es dann auch so, dass wir dann halt gemütlich beieinander sitzen. Vielleicht nach dem Mittag noch einen Spaziergang machen. Und dann spielen wir Karten. Der Couch schläft. Dann spielen wir Karten. Und das ist bei uns im Prinzip Kriegszustand. Ne? Weil jeder will gewinnen. Ne? Und Romy... Das ist die Hölle. Romy spielen, ne? Wenn man dann die Karten klopft. Das ist also teilweise... Also mein Opa war manchmal einmal schon richtig genervt. Und meinte, wenn ihr jetzt nicht langsam aufhört, dann gehe ich. Dann haben wir das ein wenig entspannt, indem wir dann gesagt haben, okay, wir gehen der Reihe nach. Und wenn jemand die Karte haben will, gut. Und wenn der nicht haben will, dann gibt er den nächsten ab. Ich habe das jetzt letztes Jahr mitgemacht. Das ist die Hölle. Ja, also Kartenspiel... Da brauchst du gar nicht mal mitgemacht, ne? Sagen wir mal so... Wenn du keine Ahnung von dem Kartenspiel hast, weil du es seit 10 Jahren nicht gespielt hast, gewinnen ist eh nicht drin. Genau. Also, auch nicht, wenn du es kannst. Wir spielen auch mal wahlweise Scrabble oder irgend sowas oder Kniffel oder irgendwie. Also, aber wir sind da eher so, also ich habe da so ein Spielbedürfnis zu Weihnachten. Das klingt doof, aber... Und dann auch noch so ein Gewinn. Aber hey, wir haben ja dann auch einmal unser Kartenspiel mitgenommen, da hat dann Mutti irgendwann auch... Also am Anfang Mutti, ne? Saß denn da? Kenn ich nicht, kann ich nicht. Was ist das überhaupt für ein Scheiß? Ne? So komplett ein bisschen und sobald so. Sobald sie es durchschaut hatte. Ja, und er hat es durchschaut und hat uns abgezogen. Dann hat bei unserem eigenen Spiel. Keine Chance mehr. Was sie erst und dann hat sie auch Spaß gemacht. Ne? Also dann hat sie ja auch wieder Spaß gemacht. Aber am Anfang wirklich so dieses, naja gut, weil ihr es seid, weil Weihnachten ist, mache ich mal mit. So sah es aus, so hat es nicht gesagt, aber das würde so sah es aus. Nee, niemals. Gut, machen wir weiter. Aber glotze denn abends natürlich schon, ne? Also. Aber Glotze mit DVD Blu-ray, weil ja, Glotze klar. Quatsch. Nein. Da sieht man dann irgendwas von den Olsenfilms und das ist ja scheiße. Ja, oder Olli Geisen mit seinem Dauergrinsen. Oder Stefan Raab. War halt übrigens ein Blitzangebot, die Weihnachts-CD der Chartshow, ne? Für 10 Euro. So. Siebtens hatten wir gerade, genau. Achtens, Adventskalender, ja oder nein? Ja. Und zwar, dieses Jahr habe ich Miki sogar überrascht und ein Adventskalender selber gebastelt und hier passend zu unseren Türchen, das macht er heute auf. Und ich wollte eigentlich gar keinen. Und ich weiß nicht, was drin ist, weil ich hab's vergessen. Und ich wollte eigentlich gar keinen. Und ich habe auch einen, den hole ich jetzt. Nein, du hast sogar zwei. Ich habe sogar zwei. Ich habe einmal den Standard-Adventskalender, den ich mir jedes Jahr hole, weil die Schokolade so lecker schmeckt. Ich weiß, es ist eine Billigschokolade. Und wahrscheinlich total ungesund. Ne? Und wahrscheinlich auch total ungesund, aber irgendwie schmeckt mir die Schokolade. Und dann, super! Und jetzt bitte nicht als prügeln. FC Bayern-Fan. Jetzt bitte nicht prügeln. Ich habe auch diesen als FC Bayern-Fan musste sie sich einfach einen Dortmund-Kalender kaufen. Ja. Ich habe leider keine signierte Autogrammkarte, die es eventuell da drin gäbe. Dann hätte ich noch was gewonnen. Aber ich sage mal, Adventskalender, ja. Eindeutig, ja. Also ich glaube, einmal hatte ich nicht, da kam ich dann zu spät. Da habe ich gedacht, naja, morgen. Kaufsam, 12. Morgen ist der erste. Kannst du heute mal kaufen. Und da war gar nichts mehr da. Da hatte ich dann Pech. Aber egal. So, neuntens, gehst du in die Kirche? Früher ja. Ich war einmal in der Kirche zu Heiligabend, das war nicht mal hier in unserer Stadt, das war auf Usedom. Ich sag einfach mal ganz direkt, wo es war in Usedom, auf Usedom, da waren wir bei meinen Großeltern zu Besuch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, und da haben wir uns dann gedacht, Mensch, gehen wir mal in die Kirche, ne? Mal gucken, wie das so ist, ne? Boah. Ist ja immer dasselbe. War okay. Die Weihnachtsgeschichte. War also eine ganz kleine Kirche, ne? So eine Dorfkirche.
mit nicht sonderlich vielen Leuten, ne? Aber also schon voll. Ne? Ja, ich glaube, ich ist schon länger her, schon 10 Jahre locker her. Können wir ja mal machen. Ja. Also ich fand's lustig. Hier um die Ecke ist ja eine. Oder ja. Soll eine sein. Habt ihr ja. Noch nie gesehen, aber. Man hört immer nur die Glocken läuten. Ne, die kommen von da. Achso. Naja, also hier irgendwo sind welche, aber... Also die hört man, die von der Dick Marie hört man ja nicht. Wir waren nur einmal in der Küche. Das war wirklich so, mal gucken, wie es überhaupt ist. Mein Vater war schon häufiger, aber meine Mutter und ich waren halt nie wirklich in der Küche, glaube ich. Ich glaube, ich spreche da für meine Mutter mit. Und deswegen haben wir das mal auch Spaß mitgemacht und ist okay. Als Kind, jedes Jahr. Ich war sogar einmal ein Hirte. Echt? Mit selbstgenähtem Kostüm. Ui. Und ich hatte, glaube ich, einen Satz. Oh, du musst sogar was sagen. Ja, einen Satz. Was war das? Weiß ich nicht mehr. Ah. Ich glaube, ich habe den auch verkackt. Ich war so nervös. Da war ich 5 Jahre alt, ey. Das ist 30 Jahre her. Weiß ich heute nicht mehr. 30 Jahre her. Hast du mich angelogen, als du gesagt hast, wann du geboren bist, ja? Übrigens, ich möchte mal an dieser Stelle erwähnen. Ich glaube, ich habe es schon letztes Mal erwähnt, im letzten Jahr. Jedes Jahr. Er ist ein kleines Weihnachtskind. Also Heiligabend. Kind. Ne? Du bist an dem Tag, ne? 24. Müssen wir auch noch Geburtstag feiern. Also es ist für mich doppelter Stress beim Weihnachtseinkauf, weil ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk. Aber du hast Stress? Ich hab Stress. Ich habe nämlich keine Idee. Ich habe schon alles jetzt. Heute das letzte Geschenk bestellt. Ach ja, was ist das für Mutti und Papa? Für dich habe ich alles. Ich habe für Mutti und Papa geredet. Du hast ja gesagt, du hast alles. Von dir, für dich, ja. Ich habe Geburtstag und Weihnachtsgeschenk für dich. Das ist ja schon mal genug, ne? Und so. Eine Hälfte davon kenne ich sogar. Ja. Wir haben es noch nie geschafft, dass niemand nichts wusste. Genau. Muss ich mal feststellen. Es hat immer irgendeiner herausgefunden, weil er es sich selber kaufen wollte. Ja, weil er Geld ausgeben wollte. Aber diesmal weil er kaufsüchtig hast du es dir quasi indirekt auch gewünscht. So, weiter geht's. Mit der 10. Frage. Tannenbaum ja oder nein? Noch nein, letztes Jahr ja. Prinzipiell auch dieses Jahr noch, ja, aber ob wir es wirklich zeigen. Wir sollten echt mal einen kaufen. Wir haben heute den 16. So langsam sind die guten Bäume weg. Du bist echt drin, ne? Wir haben heute den 16. Sag ja. Ich habe morgen frei, also. Ja, ich habe morgen Nachtschicht, also können wir es davor machen. Also Wir haben einen Weihnachtsbaum, vielleicht seht ihr den ja, also wir haben hoffentlich dann einen Weihnachtsbaum und den seht ihr dann hoffentlich vielleicht auch nochmal in einem kleinen Video. Oder auf unserer Facebook-Seite. Oder auf unserer Facebook-Seite. Oh ja, apropos, Entschuldigung, müssen wir jetzt gerade mal nutzen, wir haben eine Facebook-Seite. Link ist im Kommentar. Im Infobereich. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Nicht im Kommentarbereich, im Infobereich darüber. Könnt ihr mal raufklicken und dann nicht liken. So, jetzt mach ich. So, elftens. Nein, doch. Gibt es etwas, das dir die Laune an Weihnachten so richtig verdirbt? Bei dir weiß ich schon was. Schlechtes Wetter in erster Linie, muss ich gestehen. Das meinte ich jetzt nicht. Nein, ich... Hä? Naja. Aber auf der Couch. Nein, schlechtes Wetter in erster Linie, muss ich echt gestehen. Krankheit natürlich auch, klar. Also wenn, und dann Papa auf der Couch. Wenn man krank wäre oder die Eltern krank wären, was leider auch ein, zwei Mal vorgekommen ist bei meinem Vater. Aber gut, darüber reden wir jetzt nicht. Aber in erster Linie echt scheiß Wetter. Ich hasse es, wenn so Regenwetter ist. Also am liebsten habe ich auch Schnee. Also Schnee. Weihnachten ist die einzige Zeit, wo ich Schnee mag. Aber nur am 24., 25. und 26. Danach kann der Schnee wieder sich verpissen, wo auch immer hin will. Mein Geburtstag. Das verdirbt dir Weihnachten, ja? Naja, es nervt halt. Also nicht wegen doppelt Geschenke, es nervt eher wegen den ganzen Anrufen. Achso, stimmt. Weil ich eh nicht so ein Mensch bin, der gerne angerufen wird. Stimmt, das mag ich an meinem Geburtstag auch immer nicht so angerufen werden. Wirklich. Ich überhöre das manchmal dann auch einfach ganz gezielt. Ja, ich oder dann, wenn ich also zu Hause bin ehrlich, und die rufen dann auf dem Festnetzgerät, dann gehe ich dann ganz zufällig in dem Moment auf Klo. Ja, ich hab auch ehrlich gesagt lieber so eine unpersönlichen Nachrichten über Facebook oder per SMS. Ja, von mir ist auch das. Als Telefon. Das klingt doof, ist aber so. Also ich bin niemand traurig, wenn der mir jetzt nur eine SMS schickt oder mir eine Facebook. Also Claudia, weißt du Bescheid, ne? Ich glaube, Claudia hat mir auch noch nie angerufen. Gratuliert. Nee, noch nicht angerufen. Aber ist auch nicht schlimm. Aber Claudia kann es nach wie vor per Facebook oder sonst wie schreiben. Oh, pass auf, nächstes Jahr ruft sie an. Oder auch nicht. Also ich bin ja auch nicht böse, wenn du es vergisst. Also, pass mal auf, nächstes Jahr ruft sie jetzt ganz bewusst an. Ob ich dich gratuliert habe. Ups. Ja, oh ja. Alles Gute nachträglich. Ich habe meine Handynummer geändert. Brauchst nicht anrufen. Nein, war ein Scherz. Machen wir weiter mit der letzten Frage. Dann sind wir auch schon durch.
Nach 20 Minuten, 10 Minuten haben wir noch. 30 Minuten haben wir uns ja Zeit genommen für diesen Tag. Also, denn die letzte Frage, da geben wir jetzt alles. Was hältst du davon, dass Supermärkte schon so früh Weihnachtsprodukte ausstellen und Halloween-Artikel total vernachlässigen? Was sind denn Halloween-Artikel? Ich habe nie wirklich Halloween-Artikel in unserem Supermarkt gesehen, das ist das Problem. Ich frage mich, was sind Halloween-Artikel? Also, Kürbisse gab's. Halloween-Artikel sind, glaube ich, Süßigkeiten gab's. Jetzt auch Kostüme. Naja, die gab's auch. Ja, aber so prinzipiell... Das war nicht der ganze Mist, aber mich nervt eher, wenn man im September den Supermarkt betritt und dann schon mit Weihnachtsmännern und sowas vollgebombt wird. Weil ja, vor allen Dingen vor Halloween. Das, ja, also das hatten wir, glaube ich, so ab Jahr. Oktober ist ja okay. Ja. Mitte, Ende Oktober wäre ja okay. Aber Anfang September ist echt... Ich warte ja noch darauf, dass ich den ersten Weihnachtsmann im Sommer kaufe. Der dann auf dem Nachhauseweg schmilzt, quasi. Ja. Darauf warte ich eigentlich noch. Also ich fall jedes Jahr von neuem auf vom Glauben ab. Wenn das irgendwann mal so weit ist, dass ich den ersten Weihnachtsmann im Juli kaufen kann... Ja. Ich warte ja auch schon darauf, dass im Januar schon die Osterhasen da sind. Das ist ja das nächste Ding, ne? Weihnachten noch gar nicht ganz weg. Der Rest wurde gerade erst abverkauft. Für die Hälfte weniger und dann stehen schon die Übrigens, ein super Osterhasen Tipp, da. Kauft euch einen Adventskalender am 23. oder 27. Dezember. Das sind ja extrem billig. Und ihr könnt alles auf einmal essen. Mehr gesehen. Na, ist schon. Nee, also ist natürlich total bescheuert. Also ich bin aber auch kein Halloween-Fan, also ist mir eigentlich scheißegal, ob was kommt. Also Halloween ja, aber nicht verkleiden oder sonst irgendwas. Genau, das wollte ich damit ausdrücken. Also nichts gegen den Halloween-Filme, ja, fest, okay, verkleiden. Also nein. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal Kinder haben und also ich würde mich auch verkleiden, Stadt aber ich hab, leben ich oder so, dass man dann irgendwie auch wirklich mal mit den Kindern ums Haus zieht. Also sagen wir so, ich war aber nie auf einer richtigen Halloween-Party, deswegen hatte ich auch noch nie das Bedürfnis, mich irgendwie zu verkleiden. Ich habe mich mal zu Silvester verkleidet quasi. Also zu Silvester haben wir mal so Kostümparty. Ah, war das dieses Ding, wo sich Mary als Einhornschmetterling... Genau. Ein Einhornschmetterling. Glaube. Finde ich immer noch richtig geil, ein Einhornschmetterling. Ich war nur ein Schmetterling, aber ganz schlecht. Ich bin kein guter Verkleider. Du hast nicht mal Flügel, ja. Ich habe mir Schmetterlinge auf mein Kostüm drauf gemacht. Ganz schlecht. Ich hatte nicht mal Flügel. Nee. Ich hatte nur Schmetterlinge. Das ist schon auf meinem armselig. Pullover. Es war ganz schlecht. Das ist schon echt armselig. Ich kam an, schon quasi komplett verkleidet, und er meinte sie nur, kannst dich ja gerne da in dem Zimmer umkleiden. Ich so, ich bin schon verkleidet. Oh, oder einmal die Party, wo wir uns. Da warst du nicht da. Von der Redaktion aus, wir sind ja beide beim Fernsehen, Studentenfernsehen gewesen, da gab es auch eine Kostümparty, es war auch, glaube ich, nicht Halloween, da haben wir uns nach Künstlern, Filmdarstellern, also... Ne? Ich habe Bilder von dieser Party gesehen. Ja, da war ich einer von den... War doch unser ehemaliger Chefredakteur als Pulp Fiction? Ja, ja, genau. Vincent Vega, Jules Winfield, in so einem Anzug halt. Nee, das war Mr. Orange. Ach, verdammt, Fall. Anzug Mr. halt. Mr. James Belushi, das hat man aber gesehen. Nein, das war Mr. Pink. Achso, das war Mr. Pink. Und das war nicht James Belushi, das war Steve Buscemi. Meine ich auch, Steve Buscemi. James Belushi hat bei Reservoir Dogs nicht mitgespielt. Sie meinte auch Steve Buscemi, verdammt. Und Mr. Orange war Michael Madsen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, gut, kann er auch sein, ne? Also schwarzer Anzug, egal. Aber was ich richtig lustig fand, einer kam... Ah, nee, der war ich schweife gerade extrem ab, verdammt. Mr. White, Michael ich komme mit den Farben etwas durcheinander. Aber was ich lustig fand, eine kam ganz normal verkleidet. Was war sie? Statist. Das fand ich geil. Ich dachte, auf so ein T-Shirt geschrieben, Statist. Kam einfach an und meinte so, ich bin Statist. War das die geilste Verkleidung überhaupt, fand ich persönlich. Aber egal. Wir schweifen gerade extrem ab, warum auch immer. Wollen wir noch kurz was sagen, wie wir es dieses Jahr Weihnachten machen? Wir arbeiten. Nein. Am ersten Weihnachtstag um 6 Uhr früh. Ich bin dabei. Genau, Heiligabend sind wir bei, haben wir beide frei. Ersten Weihnachtstag hast du Frühschicht und ich habe am zweiten Nachtschicht. Also ansonsten. Richtig gut geplant mal wieder. Also ich feiere quasi aus Weihnachten raus. Ja. Egal. Mehr war es dann. Ansonsten, wie gesagt, haben wir ja schon erzählt, wie es in etwa langlaufen wird. Viel fressen, essen. Naja, geht so. Wahrscheinlich. Und dann Hauptsache ein bisschen gemütlich beisammen sein und Rummy spielen. Vielleicht nicht. Du machst damit, du musst damit machen. Nö, ich lieg dann auf der Couch. Ja, genau. Neben Papa, der dann auch da liegt und... Na, beide. Okay, Das war's aber wirklich. Ich glaube, jetzt haben wir die halbe Stunde immer noch nicht geschafft. Ist aber auch eigentlich egal, oder? Ja, 25 ist das Video Minuten. Schneller online. Genau.
Bis dann, also das danke fürs Zuschauen, danke für den, also schaut auch bei Movies and Series Critics bei mal rein. Weil wir machen das auch. Der hat nämlich auch noch andere Türchen. Klickt auf unsere Facebook-Seite. Genau, ich weiß auch gar nicht so genau, wer jetzt wann mit Türchen dran war. Wenn ich die Liste nochmal... Das Höhengespenst war auf jeden Fall dabei. Wenn ich die Liste nochmal irgendwie finde, dann werde ich sie unten auch nochmal rein posten. Aber wenn ich dann einfach bei Movies and Series Critics gucken, weil der hat sie auf jeden Fall auf seiner Seite. Da sind auf jeden Fall noch einige YouTuber dabei. Wir sind nur einer von vielen. Wir sind einer von 24, demnach. Nee, nicht ganz. Er hat ja, aber 24. Wir wären einer von 24. Wir wären einer. Ihr könnt es übrigens auch beantworten, wenn ihr wollt. Also wir wären natürlich sehr gespannt, wenn ihr das auch antworten wollt. Aber sagt ihm dann Bescheid, dass er es auch macht. Genau. Tschüss. Ciao.